Ihr habt es halt echt ein bisschen dunkler als ich. Passt alles schon, ja? Alles klar. Dann lasse ich so, ne? Da, 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 da. So, da ist wieder Quellwasser. Genau, wir sind ja gestorben. Auf ollu.de hier. Genau. Was hängt da denn? Nichts. Was ist das? Ist das Kunst oder kann das weg? Du, 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 du. Ey, das Spiel ist so super einfach. Ja, uns geht's ja recht. Oh, oh. Oh, oh, die beiden! Irgendeiner spielt mir da einen Streich. Oh, oh. Das ist aber komisch. Okay, in letzter Zeit habe ich mich richtig gut gefühlt. Die hauen ja ab. Ich schätze, dass ich halt für die auch wieder die Banane brauche, ne? Oh Gott, wie viele Sachen haben wir denn? Naja, die hauen halt immer ab. Da müssen wir gucken, was wir können, tun können dagegen. So. Wahrscheinlich halt Banane. Judgment! Er ist so cool. Training? Was reden Sie? Judgment Boy? Was geht? Do you know my name? It's Judgment Boy. The Judgment Boy. Es ist so gut. Do you know my name? Judgment! Das hätte ich jetzt fast gerne als Alert irgendwie, oder? Es ist so geil. Warte mal, ich mach mal Folgendes. Ich mach mal was. Judgment! Mist. Hättest du das nicht nochmal sagen können? Ich hab das mal kurz aufgenommen. Du bist eine 26 Jahre alte Frau, erfolgreich im Beruf und sehr glücklich mit deinem Freund. Du sollst befördert werden, aber jetzt will er dich heiraten. Was machst du jetzt? Oha, das ist immer eine sehr schwierige Entscheidung, oder? Heiraten? Oder die Karriere wählen? Warum geht nicht beides, heiraten und... Hä? Was würdet ihr wählen? Das ist eine echt miese Frage, oh mein Gott. Miese Sache das. Aber... Ich will die Karriere, lol. Alrighty then, let's ask the scales of truth. Blumerchen, wir verstehen uns, oder? Sehr gut. Karriere, dies, das, was ist denn das? Judgment! Here we go! Aha. Oh nein! Gott, es ist zersprungen. Du hast dich für die Karriere entschieden und seinen Antrag abgelehnt. Völlig unglaublich wurde er zum Alkoholiker und endete in der Klinik. Ende. And that's the truth. See ya. Ja gut, cool, danke. Was? Keine Ahnung, was ist geschehen? Ich... nichts. Danke für diese Geschichte, Judgment Boy. Hä? Was war denn? Gut, was hat sich jetzt geändert? Nichts, weiß ich nicht. Was war das? Cool. Hä? Judgment Boy. Was haben wir denn da? Nichts? Hallo? Ich kann es nicht anklicken oder so. Tolle Story, ne? Richtig krass, ey. Nur sowas. Ah, mich stört immer noch, dass die Steuerung umgedreht ist. Sea Mastermind, es ist 3 Uhr morgens irgendwas. Knaxi, Knaxi. Och, Kamerala. Lange. Ist da jemand drin? Wer läuft neben mir? Oh. That's not a good sound right now.
Grüner Kräuter, dreh mal dran. Grüner Kräuter, dreh mal dran. No! Ach, Gregory, um Gottes Willen, erschreck mich doch nicht so, du Hammel. Und Judgment Boy, servus. Und was ist denn das? Wer ist denn da drin? Fuck. Mit dieser Spritze. Okay. Warte mal, kann ich... Warte, vielleicht macht sie irgendwas Lustiges. Ich werde ins Zimmer von Mami, Papa schlüpfen und... Allerdings wird er vielleicht in Ohnmacht, bevor ich die Nadel reinstecke. Das macht keinen Spaß mit ihm. Okay. Yeah, Catherine, ne? Oh, oh, oh. Ich geh dann, ne? Ciao. Yeah. Ich geh mal in mein Zimmer. Und lese ein paar Bücher. Ich guck mal. Stuff only. Hier liegt nämlich auch noch ein Büchlein. Hä? Sieht aus wie eine neuere Version von James' Tagebuch. Soll ich mal reingucken? Klar. Erster Tag bewirkt. Ich will ab jetzt ein Tagebuch führen. Ich übe schon mal, damit ich später Autor von Sachbüchern werden kann. Die Feder ist schließlich mächtiger als das Schwert. Zweiter Tag. Als ich mich heute im Schrank versteckt habe, kam Catherine rein und fing an, ihre Nadel ins Bett zu stechen. Das war echt lustig, sie mal so eifrig bei der Sache zu sehen. Okay, James. Okay, James. Hab mir heute ein neues Spiel ausgedacht. Ich klopfe an irgendeine Tür und laufe dann ganz schnell weg. Das ist eine gute Übung. Ich habe es beim Cactus Gunman ausprobiert. Nach dem dritten Mal hat der arme Kerl geschrien und ist weggelaufen. Was für ein Trottel. Hey, vielleicht ist das ein Tipp. Dreimal klopfen. Stimmt, ich habe vergessen, dass wir klopfen können. Okay, das merken wir uns mal, ne? Dreimal klopfen beim Kaktusmann. Okay, gut. Jetzt gehen wir aber erstmal ins Zimmer zurück. Was ja jetzt auch direkt hier sein müsste. Genau, let's go. Schlafen dürfen wir nämlich auch eigentlich direkt wieder gleich. Buch. Das ist schon gelesen. Hier. Ja, sehr gut. Und mir geht's scheiße. Warum geht's mir scheiße? Müdigkeit. Ja, okay, passiert manchmal, ne? Hauptsache, dir geht's gut. Wir haben alle Gregorys! In dieser dunklen Nacht merkte ich, dass in meinem Leben etwas fehlt. Hä, dann lies es doch einfach. Soll ich die ganze Reihe lesen? Klar, ab dafür, was ist los mit dir? Jetzt bin ich gespannt. Ja, ist gestiegen. Cool Story, Bro. Toller Effekt, wenn man die Reihe liest. Ich bin wieder verwirrt. Die Steuerung ist wieder umgedreht, danke. Wow, es passieren tolle Sachen, wenn man die... Das ist toll. Arschgame. Was soll denn das? Du musst der echten Welt überdrüssig sein. Hier findest du den Frieden und die Wahrheit, die du suchst. Ja, ganz toll, Alter, du. Tacos mit Würstchen oder Apfeltaschen? Was nimmst du zum Mittagessen? Apfeltaschen. Das war wohl zu viel Input fürs Hirn. Ich glaube auch. Bei Gregory, ne? Ich glaube auch. Naja, gut. Geil. Wir lesen trotzdem alle Bücher weiter. Ich guck mal, ob ich da noch was hab. Aber ich glaube... Da! Stimmt. So hat meine Spritze mein Leben verändert. Oh, es hat überall geprickelt. Okay. Gut, was sind diese Stimmen eigentlich da immer? Bitte die Bücher in Bücher, bla. Vor allem habe ich ja Bücher da reingepackt. Die müsste ich vielleicht erstmal wieder rauspacken, wenn ich sie noch nicht gelesen habe. Ich weiß nicht.
Okay, ich merke, dass es wieder leicht async ist. Scheiße. Das nervt mich so sehr. Gut. Okay. Schauen wir weiter. Aber ey, immerhin. Wir haben jetzt einiges gelesen. Wir haben trotzdem die Sanity sehr erhöht. Da ist jemand drin. Gregory ist da drin. What a day. Gregory? James hat die Bücher wieder herumgeworfen. Und Mami, Papa kippt wieder überall um. Was? Ja, es ist zu verrückt werden. Niemand schätzt hier meine Arbeit. Okay. Okay, also beim Kaktusmann dreimal klopfen, sagst du? Weh, Gregory Shaw, richtig Socke, servus. Kannst auch Ausrufezeichen Weh machen, ne? Aha, was haben wir da für eins lustiges, geiles Zimmer? Was ist das denn für ein Liebeszimmer? Ist das Luckys Zimmer? Was? Das ist das goldene Zimmer. Die 3201. Da gehe ich jetzt rein. Da gehe ich natürlich nicht rein, meine ich. Weil ist ja verschlossen, wissen wir ja. Weiß doch jeder Mensch. Ach ja. So, da ist wieder der Laden. Cool. Ach so, ja, das ist natürlich, schwierig, Socke. Schwierig. Naja, sammelst du ja jetzt wieder, ne? Wenn du im Chat bleibst, sammelst du ja jetzt wieder als Sub. Ordentlich. Nein! Nein, es ist jetzt nicht Zeit für einen Bluttest, du Pflunze! Nein, oh Gott, ich hasse die verstreute Streuung! Streukäse! Okay, ganz ruhig. Ja. Gleich wieder runter! Juhu! Nein, lass mich doch einfach in Frieden! Oh, Scheiße! Jetzt bin ich im Arsch. Holy shit, Alter. Oh Gott. Catherine, ne? Wow. Okay, sie ist weg. Sie ist weg. Wer für Socke? Ja gut, Wer hat, glaub, einfach aber ein bisschen Cooldown, aber eigentlich nur 30 Sekunden oder so. Strange. Das war wirklich knapp. Okay, hier ist sie auch nicht. I hate she so much. Right there. Ja gut, soll ich schlafen gehen? Nee, geht ja noch. Geht noch, komm. Karte. Catherine ist da hinten. Judgment ist dort. Gregory ist oben. Da ist die Bar. Das Gunman. Nee, warte, was? Das Mami Papi, aber Gunman, das ist Gunman Girl. Wo ist eigentlich Gunman Boy oder so ein Scheiß? Oder bin ich blöd? Egal, warte. Doch, sie redet ja vom Bruder. Wo ist denn die? Der, die, das, Mann.
Wie ist das Ananas? Ja, aber das ist ja... Keine Ahnung, ne? Voll der komische Raum. Hallo, Gregory? Ach ja, Entschuldigung, ich habe nichts getan. Wie weit bist du denn jetzt? Wie weit bin ich denn jetzt? Ich bin erst seit... halbe Stunde, Stunde, weiß nicht. Wir sind immer noch in der zweiten Nacht, ne? Well then. Ja, was ist denn? Seid ihr angezogen, ist was? So wahnsinnig anstrengend. Ach so, okay. Wenn das nächste Mal einer umkippt, lasse ich ihn einfach liegen. Wenn dieses Geräusch kommt, ne, das ist safe immer ein Tipp. Wenn er umkippt. Aber inwieweit können wir ihn denn zum Umkippen bringen? Vielleicht ist es doch nicht die Bananenschale. Vielleicht müssen wir was anderes mit ihm machen. Ist da... Kräuter? Waren das Kräuter dort? Nein, ist einfach eine Tischpflanze, Kacke. War das vorhin nicht abgesperrt? Nee, ich bin einfach nicht rein, oder? Huch! Ja, aber da geht's doch raus. Da geht's durch den Gang. Hä? So verwirrend ist oben doch gar nicht. Warum finde ich deren Zimmer jetzt nicht mehr? Was ist denn das? Strange. Gregory, bist du das? Ja. Oha, was haben wir denn da? Oh, was ist das? Wackelpudding! Oh, geil! Lecker, Nomsen. Und hier haben wir ein Buch. Und zwar... Zeitschleife Nummer 2. Na, nice. Ich wollte eigentlich nicht reinschauen, rausschauen. Glibbriger und durchsichtiger Nachtisch, den ich scheinbar essen kann, ja? Alles klar. Ich habe wieder fast alles, ne? Müdigkeit, Kopfschmerz, alles. Verwirrung, all... Oh, ah, ja. Was geht denn jetzt ab, Alter? Excuse me, warum verfolgen mich beide? Was ist das denn jetzt? Warum überhaupt Kaktusman eigentlich? Und Kathleen, hau bloß ab! Was ist denn jetzt passiert? Warum hat es gerade gewackelt? Was war denn... Heilige Scheiße. Wollt ihr mich flachsen? Was war denn das gerade? Ich sehe da Liebe. Ich will gar nicht wissen, was da passiert. Hilfe, Mann. Scheiße. Ich muss schlafen gehen, warte. Ich komme nicht klar. Wir sind aneinander gestoßen. Ich glaube auch. Oder ineinander oder was auch immer. Ja, irgendwie so. Hey, Liebe, ja. So, schlafen. Oh Gott. Dieses Spiel. Ich würde gerne die zweite Nacht heute schaffen. Das wäre doch geil. Wäre eine Option, oder? Ganz genau. Das war erfrischend. Ja, dein Gesicht ist erfrischend. Pass mal. Oh, guck mal, wie verwirrt du aussiehst. Nein, nicht Notizen. Wobei, doch. Ah. Ja. Er hebt die Bücher auf. Da gibt es so viele verschiedene. Vielleicht schaue ich sie mir mal an. Aha, ja, ja. James ist irgendwie vollkommen verschwunden. Aufräum des Büros, Fernsehen und Snacks. Judgment Boy haben wir keine Ahnung, weil wir ihn nicht beobachtet haben, nämlich. Gut. Lesen wir Nummer 2. Das ist er. Socke, ja, ganz genau.
Die Stimmen in meinem Kopf. Sie rufen nach mir. Ja, gut. Okay. Ciao. Jo, Gregory, um Gottes Willen. Verfolgungstour. Danke für den Clip, Lubberchen. Sehr schön. Sehr gut. Es erinnert mich jedes Mal daran, dass ich wieder eigentlich schneiden darf. Aber ich hasse mein neues Schnittprogramm. Ich brauche mein altes wieder. Nein, James! What the fuck? Wo kommst denn du jetzt her? Was? Willst du mich verarschen? Hey! Oh mein Gott! Gehst du bitte? Geh doch einfach. Wer ist da? Die steht doch nur dort rum. Klar ist sie pissig, weil wir die Seele von ihr haben. James, geh doch einfach. James, du gehst jetzt! Wer kommt da raus? Oh, fuck. Wieso rennt er jetzt weg? Er hat mich vorhin verfolgt. Alter, was ist denn hier los? Wer kommt denn da noch alles raus? Shoot. Ja, danke, ciao. Nein, oh, ausgerechnet. Oh ja, toll. Oh, toll, toll. Toll, toll. Ja, scheiße. Ach du Scheiße. Nein! Ist das Voldemort? Stein der Weisen? Danke dafür. Geht's dir gut? Ach, dem geht's ja super, alles easy. Okay, wir müssen warten, bis Gunman in seinem Zimmer ist. Shit. Was ist denn jetzt noch? Ach, Cactus Girl verfolgt mich? Sie hat mich doch extra vor... letztes Mal... Wie kann ich hier rein? Zeit für die Abrechnung. Mit meinem Bruder. Aber warum? Vorhin hast du mir extra so tolle Tipps gegeben, du blöde Nuss. Au. Was hat sie vor mit mir? Are you impressed? Nein, eigentlich nicht. Voll langweilig. Alter, jetzt geht's aber wieder los hier, ne? Goldzahnsuppe wurde mir gestohlen. Fuck. Scheiße, sie stiehlt mir Items. Fuck. Okay, das ist natürlich echt mies. Okay. Shit. Ich hoffe, ich kann die wieder finden. Okay, also verschiedene haben verschiedene Verschiedenheiten. Fantastische Aussage. Wo ist Cactus Man? Ich verstehe halt jetzt wirklich nicht, warum ich jetzt von Cactus Girl eigentlich verfolgt wurde. Der ist unten. Und Girl auch. Zusammen mit Mumienhund. Da oben ist übrigens, seht ihr das? Ein durchgestrichenes Räumchen. Das ist ja verrückt. Da auch. Ha. Gut. Was ist denn jetzt noch? Toll. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst wieder. Warum immer die beiden? Warum? Warum werde ich denn immer eingekesselt? Was soll ich denn da machen? Scheiße, ey. Oh.
was ist das? Kann man das eigentlich überspringen, so? Ich glaube, ich habe es gerade übersprungen. Boah, das ist ja mega nervig. Shit. Oh Mann. Oh Gott, jetzt ist sie wieder da? Alter. Alter. Und James ist am Start. Alles klar, Alter. Warte. Gregory. Aha. Du machst doch wohl keine Notizen über das Benehmen unserer Gäste, oder? Ich glaube, es wäre nicht so schlau, sich in die Angelegenheiten der anderen Gäste einzumischen. Doch, ich denke schon. Wilde Flüche überall. Oh Gott, was ist denn jetzt noch? Willst du mich verarschen? Von wem wurde ich denn... Was ist denn euer Problem? Du bist doch gerade rausgegangen! Wie hat sie mich denn jetzt entdeckt? Das ist doch voll die Verarsche hier. Laufst du mal! It's time for a showdown with Mike. Leck mich. Was klaust du mir diesmal? Wackelpudding, danke. Boah, das ist ja stressig, das Spiel. Echt so. Echt so. Das hat's gebracht. So, jetzt ist mein lustiger Pudding weg. Boah, ist ja mega nervig.